Unsere Themen am Dienstag. Der Countdown läuft. Matheasse in Cottbus. Und Landwirtschaft zum Anfassen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Herzlich willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Eine Riesenauswahl und fachgerechte Beratung helfen Ihnen garantiert, Ihre Wohnträume zu erfüllen. Individuelles Einrichten, passend zu jedem Geldbeutel, bei uns eine Selbstverständlichkeit. Lassen Sie sich von der persönlichen Atmosphäre unseres Hauses überzeugen. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Der Investor vom Blechenkarree will jetzt doch den zweiten Bauabschnitt errichten. Laut Medienberichten liegt der Stadtverwaltung ein entsprechendes Schreiben vor. Demnach hat der Investor jetzt doch ein finanzielles Konzept erarbeitet. Eine Entscheidung wollen die Stadtverordneten noch vor der Sommerpause fällen. Problem ist, das Stadtparlament hat im September für die Aufhebung des Bebauungsplans gestimmt. Demnach tritt die alte wieder in Kraft. Diese sieht allerdings kein Einkaufszentrum vor. Wer demnächst vorhat, sich mal wieder sportlich zu betätigen, der sollte das Sportevent am nächsten Wochenende nicht verpassen. Denn dort kann man nämlich nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden. Langsam wird es ernst, denn bis zum großen Festwochenende sind es noch genau 10 Tage. Dann feiert der Stadtsportbund Cottbus 25-jähriges Bestehen. Neben einer Vielzahl an sportlichen Aktivitäten steht zu Beginn am 26. Juni die Stadtwette mit Holger Kelch im Vordergrund. Wer ein Fahrrad sowie ein weißes und ein rotes Kleidungsstück besitzt, sollte sich um 17 Uhr auf der Radrennbahn im Sportzentrum einfinden. Um die Wette zu gewinnen, müssen dort schließlich 500 Menschen zusammenkommen. Wer erscheint, darf dann auch mal ein bisschen Wettkampfluft schnuppern. Das Erste, was er gewinnt, ist einfach mal eine Runde auf der Bahn. Das ist ja was ganz, ganz viele nicht kennen, mal auf einer Radrennbahn zu fahren. Man braucht auch keine Angst haben, man fährt unten dort, wo es eben ist, nicht in der Schräge. Also auch eine sehr relativ ungefährliche Geschichte. Wurde die Stadtwette eingelöst, steht gleich darauf das nächste Sportevent auf dem Plan. Internationale Radsportgrößen aus 4 Kontinenten fahren um den 25. Großen Preis von Deutschland im Sprint. Das Beste? Jeder, der mitgeholfen hat, die Stadtwette einzulösen, bekommt hierzu freien Eintritt. Und es verspricht, spannend zu werden. Wer Interesse hat, der kommt ja auf jeden Fall. Und wer es nicht kennt, der sollte unbedingt mal kommen, um zu sehen, wie sowas abgeht. Es ist unheimlich eine spannende Sache, die Wettkämpfe. Ein Wettkampf dauert so 1,5–2 Minuten. Und wann kann ich im Radsport mal einen Wettkampf sehen, vom Start bis zum Ziel, wenn ich an der Straße stehe? Da habe ich bloß einen Sekundenbruchteil. Wer vom Radsport nicht weiter begeistert ist, wird vom 26. bis zum 28. Juni genug andere Möglichkeiten finden, selber sportlich aktiv zu werden oder einfach nur anzufeuern und zuzuschauen. Auf der Internetseite stadtsportbund-cottbus.de findet man alle Veranstaltungen auf einen Blick. Wer an diesem Wochenende also eh vorhatte, ein wenig Sport zu treiben, kann ja nun gleich die ganze Familie mitnehmen. Der FC Energie Cottbus hat den defensiven Mittelfeldspieler Joni Kauko verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom FSV Frankfurt in die Lausitz und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2017. Der 5-fache finnische Nationalspieler war in der zurückliegenden Saison in 21 Spielen im Einsatz und erzielte dabei 3 Treffer. Warum Nachwuchsmathematiker aus ganz Deutschland zurzeit in Cottbus zu Gast sind, sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Brüche, Wurzeln und Co. Beim Bundesfinale der Mathematik-Olympiade treten seit Sonntag 197 Schüler gegeneinander an. Sie haben sich bereits in Schul-, Regional- und Landesrunden gegen 200.000 Konkurrenten durchgesetzt. Gastgeber ist diesmal das Max-Steenberg-Gymnasium. Die erfolgreichsten Olympioniken qualifizieren sich sogar für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade 2016 in Hongkong. Die Sieger des Bundesfinales werden morgen im Filmtheater Weltspiegel gekürt. Ausnahmezustand in der Altstadt. Am Wochenende ist es wieder soweit.
Schon zum 24. Mal lockt das Stadtfest die Menschen in die Innenstadt. Verschiedene Künstler treten verteilt auf 5 Bühnen auf. Dazwischen sind natürlich auch wieder Verkaufsstände und Fahrgeschäfte zu finden. Am Freitag um 17 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Holger Kelch das Stadtfest traditionell. Wenn die Nacht zum Tag wird. Am 10. Oktober öffnen wieder 20 Orte in Cottbus ihre Türen. Bei der 9. Nacht der kreativen Köpfe dreht sich dieses Jahr alles um das Motto Wirtschaft und Gartenkultur. Doch die Tickets sind limitiert und der Vorverkauf hat schon begonnen. Ein paar Karten gibt es aber noch an allen CTS-Vorverkaufsstellen und im Internet unter ndkk.de. Ein Tipp vom Veranstalter ist übrigens, sich ein Gruppenticket, welches für 4 Personen gültig ist, im Vorverkauf für 30 Euro zu kaufen. So können Sie, egal mit wem, ob Familie, Freunden oder Bekannten, die Nacht der kreativen Köpfe erleben. Das Einzelticket kostet im Vorverkauf 10 und ermäßigt 8 Euro. Die Stadtverwaltung Cottbus prüft neben den Plänen für den zweiten Teil des Blechenkarrees im Moment das Konzept eines Investors für die sanierte Brachfläche des ehemaligen Gaswerks in der Lausitzer Straße. Der Unternehmer will dort neben 5 Gebäuden mit insgesamt 75 Wohnungen auch ein Einkaufszentrum mit 5 Geschäften errichten. Genau das löst aber Bedenken im Rathaus aus. Denn erst müsse geprüft werden, ob das Einkaufszentrum Auswirkungen auf den Einzelhandel im Umfeld hätte. Die Stadt will vermeiden, dass durch Verdrängung an anderer Stelle neue Brachen entstehen. Rund 100.000 Besucher bekamen bei der 21. Brandenburger Landpartie an diesem Wochenende einen Eindruck vom Landleben. 260 Höfe, Gärtnereien oder auch Gasthäuser standen offen und gestatteten einen Blick hinter die Kulissen. Im Gut Neusakro bei Forst ist das nicht nur zur Landpartie möglich. Der Gutshof Neusakro bei Forst. Rund 30 Kilometer von Cottbus entfernt hat man sich hier eine Sache auf die Fahnen geschrieben. Landwirtschaft zum Anfassen. Das sieht man, wenn man einen Blick in den Hofladen wirft. Neben frischen Backwaren gibt es hier auch ein großes Angebot an Fleischprodukten. Alles stammt hier ausschließlich von Tieren aus eigener Aufzucht und von ortsansässigen Bauern. Wenn Sie hier mal einen Spaziergang auf unserem Hof machen, dann sehen Sie, dass wir umgeben von Feldern sind, von Getreidefeldern. Und das ist das Futter für unsere Tiere. Die wachsen hier 200 Meter entfernt auf dem Gut auf. Und gerade mal 20 Kilometer entfernt von hier werden sie geschlachtet und zubereitet, sodass sie innerhalb von 3 Tagen bei uns hier im Hofladen zum Verkauf ausliegen. Und ich denke, diese kurze Produktionskette und diese Transparenz, die wir damit auch zeigen, ich denke, das ist was ganz Besonderes bei uns auf dem Gut. Und das kommt auch bei den Besuchern an. Jeder kann hier einen Blick in die Zuchtanlagen werfen. Kinder freuen sich natürlich besonders über den Streichelzoo. Das hinterlässt Eindruck. Traumhaft schön. Ich bin aus Mecklenburg, aus einem schönen Dorf mit Namen Gloxin. Und das hat man sowas nicht wieder hergerichtet, sondern abgerissen. Man weiß, wo es herkommt. Das wird ja alles hier hergestellt. Und das schmeckt natürlich besonders gut. Und wenn es gut zubereitet ist, ist umso besser. Naturnah ist es. Und man kriegt Sachen zu kaufen, die es im Laden nicht zu kaufen gibt. Das ist so meine Welt so. Das Alte, was man so erhält vor allen Dingen. Ne? Und das ganze Umfeld hier, was man hier aufgebaut hat und zusammenkriegt in der Gemeinde, das schafft ja nicht jeder sowas. Ne? Das ist schon wirklich gut. Seit 2007 wurde der Hof grundlegend saniert und umgebaut. Viel ist seitdem passiert. Im Mittelpunkt stand dabei der ehemalige Getreidespeicher. Aus ihm entstand der Hofladen und ein Restaurant. Demnächst wird es einen gläsernen Kuhstall geben. An der ursprünglichen Vision wird immer weiter gepfeilt. Genau das, was wir eigentlich versprechen und vorhatten von Anfang an, die Landwirtschaft zum Anfassen. Die Regionalität im Hofladen, im Restaurant die regionalen Produkte, mit denen wir unsere Speisen zubereiten, Weitläufigkeit, wo man sich entspannen kann, wo man immer wieder was Neues entdecken kann, die Tiere im Streichelzoo und unser Wildgehege. All das erlebt man am besten selbst. Betriebsausflüge, Feiern, Familientreffen oder sogar Hochzeiten sind hier möglich. Das Erlebnis ist individuell buchbar.
seien es Traktorfahrten über den Acker, Ausflüge mit Pferden oder spezielle Vorführungen. Das Gut Neu-Sakro bietet den Besuchern schon jetzt eine landwirtschaftliche Atmosphäre. Und das gerade einmal wenige Autominuten vom hektischen Stadtleben entfernt. Wenn Sie jetzt Interesse haben, die nächste Möglichkeit bietet sich am 4. Juli um 12.30 Uhr. Dort können Sie sich moderne Landtechnik anschauen und erleben, wie die Ernte abläuft und vor allem, was danach geschieht. Ansonsten hat der Hofladen täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Fragt man jemanden, was er spontan mit Fechten assoziieren würde, so hört man meistens Dinge wie Piraten oder Musketiere. Sportfechten hat mit all diesem nur bedingt etwas zu tun. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Es ist zugegeben vielleicht nicht die populärste Sportart in Deutschland, dafür aber mit Sicherheit eine der elegantesten. Das Fechten vereint Präzision, Körperbeherrschung und Technik miteinander. Wer all das meistern will, sollte früh anfangen. Am Samstag wurde in Cottbus die Landesmeisterschaft der Schüler im Fechten ausgetragen. Mehr als 50 Nachwuchsfechter aus ganz Brandenburg sind gekommen. Unter ihnen auch Angelina Noel Krause. Die Welzuerin ist 11 Jahre alt. Sie ficht seit 5 Jahren beim einzigen Fechtclub der Region, dem FSC Cottbus. Es macht Spaß. Man trifft da auch Freunde, das ist aber auch nicht das Hauptthema. Es ist halt eine Kampfsportart. Man braucht wirklich dazu Kopf und es ist einfach freizeitvertreibend, aber es ist eigentlich auch kein Freizeitvertreib. Also es macht einfach nur Spaß. Der FSC hat eine eigene Halle in der Helene-Weigel-Straße. 2 bis 4 Mal in der Woche wird dort trainiert. Kurz vor einem Wettkampf natürlich umso intensiver. Tim Gassan steht dem Nachwuchs dabei immer helfend zur Seite. Er ist selbst aktiver Fechter und seit 11 Jahren im Verein. 2011 wurde er Dritter bei den deutschen B-Jugendmeisterschaften. Also aus meiner Sicht macht ein guter Fechter einerseits aus, dass er athletisch sehr gut vorbereitet ist. Muss natürlich ein Gefecht durchhalten. Ein Gefecht kann bis zu 9 Minuten andauern. Das ist durchaus kraftraubend, wenn man dann auch am Ende des Gefechts noch voll bei der Sache sein muss. Andererseits muss man natürlich auch die technischen Sachen, auch wenn man sehr angestrengt ist, immer noch beherrschen. Man muss den Gegner natürlich treffen, ohne dabei selbst getroffen zu werden. Wie das schon in jungen Jahren aussehen kann, zeigte sich am Samstag. Gefochten wurde mit dem Florett und dem Degen. Der Degen ist etwas schwerer als das Florett. Größter Unterschied ist aber, dass Treffer am gesamten Körper zählen. Das Florett ist die leichteste und eleganteste Waffe beim Fechten. Treffer zählen nur auf dem Oberkörper. Dafür trägt jeder Sportler eine elektronische Weste. Wird man von der Spitze des gegnerischen Floretts getroffen, schließt sich ein Stromkreis und der Treffer wird angezeigt. Wer zuerst 10 Treffer gelandet hat, hat gewonnen. Angelina ist das am Samstag am besten gelungen. Sie setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen in der Jahrgangsklasse 2003-2004 durch. Sie ist somit neue Landesmeisterin. Ihre Gegnerin im Finale kannte sie dabei bestens. Laura Juline Biel ficht ebenfalls beim FSC Cottbus. Im Gefecht war das aber egal. Vor dem Gefecht waren wir uns angeschmunzelt, dann im Gefecht waren wir vielleicht ein bisschen konkurrierend, aber nach dem Gefecht war wieder alles so in Ordnung, eigentlich ganz normal. Aber auch darüber hinaus war der Wettkampf ein Erfolg für die Hausherren. Insgesamt gab es 2x Gold, 2x Silber und 1x Bronze für den FSC Cottbus. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute. Ja, auf jeden Fall haben wir das Jahr über sehr gut trainiert. Das zeigt sich dann natürlich im Höhepunkt der Saison bei der Landesmeisterschaft. Das ist auf jeden Fall die Erwartungen erfüllt, die wir hatten. So soll es in den kommenden Jahren natürlich weitergehen. Angelina hat sich auf jeden Fall hohe Ziele gesetzt. Sie will irgendwann einmal deutsche Meisterin werden. Mitmachen kann beim Fechtsportclub aber jeder. Vom 24. bis 28. August wird es ein Sommercamp geben, bei dem Kinder mal reinschnuppern können. Außerdem kann man hier sogar Kindergeburtstage feiern, ein kleines Fechtturnier inklusive.
Natürlich stehen die Türen beim FSC aber auch ansonsten immer für alle Interessierten offen. Mehr dazu gibt es auf der eigenen Internetseite fechtcenter.de. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Im Anschluss sehen Sie noch die Wetteraussichten für Mittwoch. Wir sehen uns morgen wieder hier. Bis dahin, tschüss. Haben Sie schon mal mit unserem Oberbürgermeister gewettet? Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen erlangt? Haben Sie lange Zeit keinen Sport mit Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn, Freunden oder in der Familie gemacht? Na dann wird's aber Zeit. 25 Jahre organisierter Sport, 25 Jahre Stadtsportbund Cottbus e.V. Und das wird sportlich gefeiert. Das Sportwochenende mit vielen Aktivitäten für alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Vom 26. bis 28. Juni im Cottbuser Sportzentrum. Und Sie sind alle herzlich eingeladen. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spree-Neiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Laufen Sie für den Tierpark, der vierte EG-Wohnen-Charity-Lauf. Los geht's am 4. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG-Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der vierte EG Wohnen Charity Lauf am 4. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. In der kommenden Nacht ist der Himmel zwar mit Wolken bedeckt, mit Regen muss aber nicht gerechnet werden. Die Tiefstwerte erreichen um die 5 Grad. Während sich das Wetter am Dienstag in unserer Region noch überwiegend bewölkt zeigt, nimmt diese am Mittwoch ab. Der Morgen startet mit kühlen 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei 21 Grad. Das ist ein Hammer. Hammerwohnung bei der EG Wohnen. Renovieren Sie sich glücklich. Bei der EG Wohnen wird selber machen belohnt. Zu einer renovierungsbedürftigen Wohnung erhalten Sie von uns einen OBI-Gutschein. Jetzt die passende Wohnung aussuchen und die eigenen Wohnträume verwirklichen. Weitere Informationen erhalten Sie im Vermietungscenter am Brandenburger Platz 10, telefonisch unter Cottbus 75 28 350 oder im Internet unter eg-wohnen.de. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.